Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Irgendwann ist einfach Ende Gelände. Das Substrat ist schon relativ alt. Ich meine, September letztes Jahr haben wir das angesetzt, das Ganze. Jetzt gehen wir gerade in den August rein. Also sagen wir mal 10 Monate, 11 Monate. Und die Gefahr besteht jetzt nach dem Sauerstoffmangel, den wir vor kurzem hatten, dass tatsächlich die Biologie mehr oder weniger im Eimer ist. Zumindest zum Teil. Und ob sich das jetzt nochmal einpendeln kann, wenn wir jetzt nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, Soil nachfüllen. Aber wir haben ja nicht viel drin. Wir könnten eigentlich eine Schicht rüberdecken und damit ist gut. Dann würde man den pH-Wert wieder runterkriegen. Das ist tatsächlich so. Aber im Laufe der Zeit reichern sich natürlich Schadstoffe auch an. Nicht im Mineralischen, sondern im Soil. Das saugt das auf und irgendwann ist einfach too much und dann wird das auch wieder abgegeben. Das ist definitiv Fakt so, dass bei allen Sachen, die irgendwas aufnehmen können oder abgeben können, das ist wie so ein Puffer, das wird aufgenommen und wieder abgegeben und irgendwann ist eben irgendwas zu viel drin und dann funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze doch etwas rabiater anzugehen, um da auf der sicheren Seite zu sein und aber auch um wieder einen kleinen bisschen zu lernen. In dem Zuge werde ich jetzt die beiden pH-Messgeräte jetzt da drin hängen, in ein anderes Becken hängen, dass wir so eine Referenz haben und sehen, ob nicht vielleicht beide Geräte kaputt sind. Ja, das können wir dann noch mal kurz feststellen, ob das denn so ist, aber ich sehe es schon an der ganzen Entwicklung der letzten Tage, dass irgendwas im Argen ist, seitdem wir den Sauerstoffmangel hatten. Kann es nicht mehr bleiben, weil einfach ja, ausgelutscht und angereichert. Und da ist die Gefahr einfach zu groß, dass die Tiere irgendwann hops gehen, weil die Biologie komplett umkippt. Oder ich sag's mal, umkippt nicht unbedingt, sondern einen anderen Weg geht, aber nicht im Sinne der Garnelen, die da jetzt drin sind. Das wird eine etwas längere Aktion. So, ich habe schon mal Kasten hingestellt, hole ich gleich Wasser raus, von da rein. Denn irgendwo müssen wir die Tiere jetzt zwischendeponieren. Ich habe mich dazu entschlossen, also tatsächlich einen Neustart zu machen hier mit den Tieren zusammen. Okay, es geht nicht anders, weil das ist mir einfach jetzt zu riskant. So, gucken wir eben mal Referenz, wie das jetzt aussieht. Wir haben hier 6,1, 6,1,2, dass wir das kurz mitgenommen haben. Gut, hier können wir einfach nachlegen tatsächlich. Also besser wäre es aber schon bei dem Gedanken, dass ich also auch was anreichern kann. Wäre es schon sinnvoll, auch mal was rauszuholen. Ne? Hör mal auf. Ich würde sagen, das machen wir eins nach dem anderen. Mal gucken, wie es funktioniert in dem Sinne. Wir starten das einfach heute gemeinsam. Ich habe übrigens schon einiges gemacht heute hier. Wie du siehst, sind schon etliche Schwimmpflanzen rausgekommen, weil die Becken wurden mir einfach zu dunkel. Ne? Dass du, wenn du von Weitem schon gar nicht mehr reingucken kannst, das war mir dann doch ein bisschen zu Banane. Reagiert, auch hier. Kann ich endlich wieder richtig reingucken. Das war komplett zugewachsen mittlerweile. Ich kann auch mal rüberschwenken, wie das hier jetzt gerade aussieht. Das ist einfach, wenn da kein Licht mehr reinkommt. Meine, die Kamera stellt jetzt hell. Ne? Aber ansonsten, so kann man es jetzt vielleicht sehen, das ist also dunkel da unten. Und das ist also nicht Sinn und Zweck. Nicht Sinn und Zweck der ganzen Materie. Okay, also wir gehen jetzt neue Wege in dem Sinne. Wir sind immer noch am Lernen, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Ganz so lange machen wir das noch nicht. Und das ist jetzt auch Neuland, auch für mich. Und da muss ich einfach gucken, was da möglich ist. Und es ist tatsächlich, denke ich zumindest, das Beste, hier nicht rum zu plüdern, sondern komplett zu cleanen. Auch beim Gesellschaftsbecken habe ich heute einiges gemacht, so von Zeit zu Zeit. Ne? Nicht nur mal die kleinen Becken, wollen wir auch mal die größeren wieder ein bisschen kümmern. So, also brauche ein bisschen Wasser raus hier, damit wir die Tiere irgendwo zwischendeponieren können. Das wäre doch schon ganz wichtig. Ja, das mit dem Schwamm hier, mit dem Zauberschwamm, ist schon eine coole Sache. Der holt eine Menge Dreck raus. Allerdings kann ich jetzt schon sehen, in 2-3 Tagen sind die Schwämme dicht. Ne? Also das heißt im Klartext, dann müsste man die schon wieder sauber machen. Und da war ja auch noch keine, ja, ich sag's mal so wie es ist, Bakterien ausreichend drin, die hier ja das Ganze biologisch filtern können. Ne? Und ja, ist halt so, jetzt spielen viele Faktoren hier eine Rolle. Das könnte also tatsächlich irgendwann kippen, das Becken hier. Und das ist mir einfach zu riskant jetzt. So, ich werde meine Chance voll machen, dass ich gegebenenfalls gleich noch ein kleines bisschen Frischwasser mit dazu packen kann. Also aufmineralisiertes mit dem GH+, ne, nicht vergessen. Ja, okay, Step 1. Oh, das ist aber auch eine Algenblütebrühe geworden. Alter Schwede, ich sage dir, du kannst ja bald Klamotten mitfärben.
So, und nun würde ich sagen, hole ich erstmal den Filter raus. Pass mal auf, können wir das noch eben just gemeinsam machen, dass wir den schon mal raus haben hier. Und jetzt ist auch so, jetzt habe ich keinen, also den alten Filter im Prinzip nicht, ne? Das kriegt ihr mit einer Hand gar nicht rausgezogen, ich sage dir. Also wir müssen gucken, dass wir gleich noch Bakterien mitbekommen aus einem anderen Becken dann, ne? So, dann ziehe ich den schon mal raus hier. Ja, der ist heftig. Heftig gut Dreck durchgegangen. Holla die Waldfee. So. Gut, der Vorteil ist jetzt bei hier bei der Art und Weise, dass da also. Bin ich aber gerade ein bisschen irritiert. Löst sich der Schwamm schon auf? Hör mal auf, ich ziehe mal kurz ab hier. Da sind nämlich so kleine Risse drin. Jo, der löst sich schon auf, der Schwamm. Sollst du nicht glauben, ich zeig's dir. Also, da riecht noch nichts. Jetzt habe ich gut, jetzt habe ich hier eingerissen, ne? Aber der kriegt hier lauter kleine Risse, der löst sich auf. Der löst sich auf, also ist das dann doch nicht so gut, ne? So ist das. Aber gut, dass ich das dann ausprobiere, damit wir das auch erleben können, ne? Ich meine, der hat gut Dreck rausgesogen, aber da kommen lauter Risse, da ist auch so ein Riss. Ich habe das Gefühl, der löst sich auf. Ja, okay, also dann haben wir das auf jeden Fall schon mal ausprobiert in dem Sinne und wissen Bescheid, ne? Dann lassen wir da besser die Finger von. Okay, das ist raus. Jetzt kommt Wasser raus, denn ja, sonst kriege ich die Tiere dann nie rausgefangen. Ich sehe die ja gar nicht. Ist so, ne? So, das hole ich eben selber raus, da brauchen die bei sein. Geht gleich weiter. Schritt für Schritt geht es weiter. So, ein Eimer voll habe ich schon, also nicht ganz voll, dreiviertel voll schon weggegossen. Hier kann man sehr schön sehen, welche Farbe das Wasser eigentlich hat, weil hier wirkt das eher gelb. Das kommt durch die Lampe, die unter der Decke hängt. So, ja, wie sieht es jetzt aus? Becken voller alles Mögliche. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier Moos, Steine und alles erstmal raushole, bevor ich dann dazu übergehe, die Tiere rauszufangen, weil so macht das natürlich keinen Sinn. Das gibt dann Gewurschel und Gewusel und dann sehen wir gleich gar nichts mehr. Also jetzt erstmal Steine und Moos raus und das packe ich erstmal in den Eimer für den Fall, dass dann doch noch ein Tier mitkommt. Ja, okay. Auch bei solchen Arbeiten ganz wichtig, die Ruhe bewahren. Eins dürfen wir nicht vergessen. Welches Becken war das denn damals eigentlich? Das war ja ganz neu, soweit ich weiß. Ich glaube, das Becken war das. Ja, das Becken war das. Das ist ja umgezogen damals von unten nach oben. Da haben wir auch Wasser rausgelassen, bis so auf ein paar Zentimeter, ja vielleicht 4, 5 Zentimeter, damit man das transportieren konnte. Mit den Tieren übrigens drin tatsächlich auch. Wir hatten das Wasser allerdings in Kanister abgefüllt, also raus, in Kanister abgefüllt, hier hingestellt und das Wasser wieder reingefüllt. Also selbe Wasser in dem Sinne. Das war natürlich die einfachste Variante. Aber hier in dem Fall jetzt machen wir tatsächlich komplett. Komplett, komplett. So, das wird jetzt nicht einfach werden, weil ich weiß auch gar nicht, wie das da drin aussieht, denn wir konnten ja eigentlich nie reingucken, ne? Und von daher, wie gesagt, erstmal alles ins Wasser. Hier liegen auch Drachensteine drin. Ja, eigentlich sah das mal richtig schick aus, ne? Aber wie es denn so ist, nachdem es dann grün wurde, haben wir es ja auch grün gelassen. Wie gesagt, ich packe alles erstmal in den Eimer rein hier, um dann dementsprechend, ja, für Notfall halt etwas zu haben, wo die Tiere sich dann noch zumindest zeitlich aufhalten können, bevor sie dann umziehen in dem Sinne. So, oh, das wird jetzt nicht so einfach. Du, pass mal auf. Jetzt weißt du, was ich mache hier, ne? Und wenn ich gleich fertig bin, dann nehme ich dich auf die Reise wieder mit. Achso, was ich aber schon gemacht habe, ich habe heute Morgen schon in dem Zuge, weil ich wusste, dass ich das jetzt heute Abend mache, zwei Filterschwämme hier reingeschmissen. Allerdings, die hatte ich schon mal in Gebrauch vor vielen Monaten und die lagen in der Zeit jetzt im Wasser. Also nicht sauber gemacht, getrocknet, irgendwo in Karton gepackt, sondern die lagen tatsächlich ein paar Monate im Wasser. Waren komplett gecleant, Geruch komplett neutral, also nichts drin, drum dran. Und wie gesagt, die habe ich dann hier reingeschmissen, damit die schon mal ja, Bakterien aufnehmen können oder Bakterien sich ansiedeln können. Jetzt nicht alles auf einmal rausholen, ist also viel Moos gewachsen. Damit wir so ein bisschen Filter, also nicht ein bisschen, sondern damit wir halt einen Filterschwamm haben, der ein bisschen aktiv schon mal ist, ne?
Ich zeige es dir auch gleich einmal ganz kurz. Ja, also das ist schon krass, ne? Da wollten wir eigentlich mal testen, wie wir das Grüne wegkriegen. Ja, und jetzt müssen wir richtig ordentlich hier eingreifen. Einfach der Sicherheit wegen, ne? Also hier sind die Schwämme drin. Kannst du sehen, ne? Und wie gesagt, die sind seit heute Morgen, liegen die schon hier mit drin. Die schmeiße ich jetzt auch hier mit ins Wasser rein. Ja, ist schon eine interessante Sache, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Wie sich plötzlich alles verändern kann, ne? Aber es eben, es ist nicht viel Zoll drin, nur ein bisschen. Und irgendwann ist es eben Ende Gelände. Das ist nun mal so. So, bei dem Moos muss ich jetzt aber aufpassen. Ja, weil das ist ein dicken Klumpen, muss ich sagen. Alter Schwede, das ist aber gut gewachsen da drin. Das hat man nie gesehen, ne? So, mal auf. Ich nehme es jetzt so, wie es ist und lege das in den Eimer rein. So, Delle. Jawohl. Wunderbar. Ist da noch irgendwas Größeres drin? Ja, einen Zapfen kann ich fühlen. Die sind da drin. Ach, jetzt habe ich eine Garnele auf dem Finger. Plupp, ist er drin. Ich hatte eine Garnele hier auf dem Finger. Sorry, dass ich das nicht gezeigt habe, weil das war jetzt natürlich, wäre ein bisschen blöd, ne? Wenn ich hier mit dem Tier durch die Gegend laufe. Oh, das fühlt sich so cool an, Alter. Voll krass. Gehst hier rein und die hüpfen dir auf den Fingern rum, ey. Das ist so genial. Das fühlt sich voll cool an. Das erste Mal, dass ich Garnelen fühlen kann. Ey, das ist ja richtig krass. Aber hier sind auch ein Haufen Tiere drin. Alter Schwede, ich sage dir, du. Ja, okay, die Schwimmpflanzen noch eben da oben raus. Komm, geht immer runter. Das fühlt sich cool an. So, Dalle. Und dann muss ich gleich mal gucken, ob ich noch ein bisschen Wasser ablasse. Ja, muss ich, weil ich sehe noch wohl nichts da. Hier am Rand kann ich sie wohl sehen, aber das ist so krass veralgt. Ich zeig dir das noch mal ganz kurz. Aber das macht auch Spaß, muss ich sagen. Das macht schon Spaß. Hör mal auf, ich nehme dich noch mal kurz mit. Einmal nehme ich dich noch kurz mit und ich mache nicht mal, ich drücke nicht mal auf Pause. Jetzt verschwende ich einfach deine Sekunden hier. Aber I'm so sorry. Ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Pass mal auf. So, hier ist jetzt alles drin, ne? Und die Schwämme, wie gesagt, die brauchen wir gleich auf jeden Fall. Aber nicht nur die, sondern auch ein paar andere Sachen. Nochmal kurz einen Blick hier reingeschmissen. Das sieht schon krass aus, ne? Ich pack mal so mittig rein. Ne? Das ist schon schöne dicke Suppe. So. Ja, da schwimmen sie, auch wenn du nicht viel sehen kannst. Gut, für die ist das jetzt natürlich Stress, aber I'm so sorry. Das muss sein. Ja, also man kann hier noch nicht auf den Grund gucken, obwohl da nicht viel Wasser drin ist. Aber es hat funktioniert mit dem Grünen. Ist so, ne? Tolle Sache. Aber gut, wie gesagt, das Substrat, was hier drin ist, ist nur ganz wenig. Und ja, irgendwann ist es eben ausgelutscht und dann passt der pH-Wert nicht mehr. Und wenn der dann zu stark steigt und dann verändert sich die ganze Biologie hier drin. Und wie gesagt, es ist ja im Prinzip gebrannte Erde, ne, wie man es auch aus dem Bonsai-Bereich kennt. Und das nimmt auch Inhaltsstoffe auf, das ist ganz klar. Und irgendwann kann das Ganze dann kippen, also gefährlich werden. Und von daher reagieren wir hier einfach mal vorher, weil die Parameter mir das gezeigt haben. Ich hätte euch vorher mal raten lassen sollen, wie viele Tiere hier drin sind. Das ist so crazy, das glaubst du nicht. So, alles, was hier vorbeilaufen siehst, sind alles neue, ne? Sind nicht mal die gleichen. Das ist crazy, das ist richtig crazy. Die laufen hier Achterbahn, ich sage dir, guck dir das mal an. Ja, ich habe die Lampe jetzt rüber weggenommen, weil das sonst blendet. Pass mal auf, das geht da hinten weiter. Guck dir das mal an. Was denkst du, wie viele Tiere sind da drin? Ich weiß gar nicht, kriege ich das noch? Ne, weiter gezoomt kriege ich es jetzt nicht. Sorry, wenn das jetzt von der Belichtung nicht so passt. Ich kann ja mal versuchen, die Lampe so ein bisschen wegzuhalten. Bringt auch nicht wirklich viel, ne? Aber ist schon crazy. Also das ist so krass, wie viele Tiere da drin sind. Es ist unscheinbar, unfassbar. Scheinbar ist es so, ne? Das ist also, das kann man so gar nicht festhalten im Bilde. Wenn du davor stehst, da denkst du auch, was geht denn hier los? Ja, also das war mal eine heftige Brutstation, alter Schwede. Also da könnten unter Umständen tatsächlich 1000 Tiere drin sein. Also das ist ja echt mal krass. Wie soll ich die denn alle in den kleinen Kasten hier kriegen? Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie wir jetzt vorgehen. Ach, das ist aber echt crazy. Alter Schwede. Ich meine, wenn du hier mal guckst, sind ein paar drin, ne? Und da sind so ein paar drin. Und hier im grünen Becken
ist die Massenexplosion. Das mag ja noch kein Mensch glauben, ey. Das ist so crazy. Ja, okay. Ich mache eine kurze Pause und überlege mal, wie wir jetzt vorgehen. Beste wäre ja, wenn ich sie irgendwie... Oh, ich weiß gerade auch nicht. Ich bin gerade so geflasht. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, dass viele Tiere sind, haben wir ja schon mal gesehen, ne? Aber dass die sich sort, die Population sich so enorm entwickelt, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wie kommt das überhaupt, dass hier so viele Tiere groß werden? Ja, das kommt durch die Algen im Wasser, denn davon ernähren die sich tatsächlich auch. Ich habe schon mal gesehen, dass mal eine aufgefressen wurde oder so, aber das ist ja auch normal. Das ist so, ne? Das ist ganz normal, aber ist schon krass. Also, ja, also das, da bin ich jetzt, was mache ich jetzt? Wasser rein. Warum? Ganz einfach, weil ich ein bisschen mehr Wasser drin brauche, um sie abfangen zu können. Und wenn er jetzt ein bisschen reinkommt, Frischwasser ist schon mal nicht verkehrt, ne? Pass mal auf, da habe ich sowieso kein Problem mit. Definitiv nicht. So, dann plätschert das da nicht so rein. Dann kann ich die gleich einfach herausfangen. Wo ich weiß gar nicht, wo ich den Kescher gelassen habe, den kleinen, weil ich habe mich heute Morgen, wie gesagt, im anderen Becken gearbeitet. Ich finde den nicht wieder. Normalerweise hänge ich den da vorne immer hin. Ich weiß nicht. Ich muss mal auf die Suche gehen. So ist er. Wenn du viel Zeug liegen hast, ne? Dann, ja, okay. Aber ich wollte nur ein bisschen reinlassen. Das könnte schon fast reichen. Ja, ein kleines bisschen noch. Und die haben auch nicht das Problem mit den, ja, wie soll ich das sagen? Die sind gar nicht so empfindlich, wie man allgemein sagt oder auch vielleicht denkt. Ich dachte ja damals auch, mein Gott, ich kriege das nicht hin. Ne? Und mittlerweile ist halt nur alles Pillepalle. Die sind gar nicht so empfindlich. Ist so. Tja, alter Schwede, die gehen da voll in die Strömung rein, ey. Was macht ihr denn da klar? So, das sollte aber reichen. Mehr wie 50% wollte ich dann doch nicht dazulassen. Aber dass wir ein bisschen mehr Schwimmraum auch haben und dass ich sie gleich besser fangen kann, ne? Ja, okay, komm, das reicht. Das ist okay. Wollen es auch nicht übertreiben. Ja, so, also, das, da bin ich so baff. Das ist so grandios, ne? Wie einfach man tatsächlich Garnelen züchten kann, ohne dass man sie sieht. Gut, wir haben auch gefüttert, klar, logisch, ne? Aber ich meine, das ist schon krass, ey. Ja, meine Güte. Aber der Bodengrund muss raus, es muss neuer rein. Ja, okay, oh, ganz ohne Bodengrund geht es da jetzt auch nicht in dem Sinne. Bei der Masse an Tieren, da muss schon Oberfläche da sein für die Biologie auch, ne? Trotz des Filters definitiv. Okay. Ich muss das kurz nachvertonen, weil ich hatte dummerweise nicht drauf geachtet. Akku war alle gewesen. Ja, also ich werde jetzt nochmal die ungefähr die Hälfte des Wassers rauslassen bei den Babys und dementsprechend dann gleich nachfüllen. Ja, damit sie ein bisschen Frischwasser bekommen jetzt erstmal. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich da alles erzählt habe. Weißt du was? Es geht gleich weiter. Man kauft die Schläuche immer etwas länger, als man sie braucht, ne? So, den werde ich erstmal halbieren. Hier, das ist nämlich ein etwas dickerer Schlauch. Warum brauchen wir jetzt einen dickeren Schlauch? Ganz einfach, weil wir jetzt den Bodengrund hier rausholen. Und das geht tatsächlich am besten auch mit dem Schlauch. Weil ich kratze da nicht drin rum und wurschtel drin rum und schiebe das hin und her und hast du nicht gesehen. Sondern wir saugen das raus. So, ich habe ja schon mal Kanister stehen und Wasser. So, dann nehme ich jetzt ganz normales Osmosewasser. Könnte man rein theoretisch auch Dingenskrummens nehmen hier. Leitungswasser, ne? So, kippen wir das rein und wühlen das mal so richtig schön auf hier drin. So, okay. Und dann nehmen wir jetzt den Schlauch und saugen uns das Wasser raus. Aber ich habe den jetzt nicht zu kurz geschnitten. So, 1, 2, 3, da kommt die Suppe schon. Jawohl, klappt doch wunderbar. Und dem Zuge, wie gesagt, saugen wir jetzt auch gleich den Bodengrund mit weg raus hier. Das klappt doch genial. Perfekt. Das würde vielleicht mal verstopfen oder so, aber nein. Muss ja nicht alles auf einmal raussaugen. Ne? Mal so Stück für Stück vorwärts gehen. Gut, ab und zu kommen ein Blättchen davor, sehe ich gerade.
Oh, das geht ja klasse. Wunderbar, wunderbar. Ja, siehst du wohl. So, jetzt habe ich meinen Kopf hier die ganze Zeit im Bilde, ne? Sag dir du. So, okay. Ich würde sagen, das mache ich just alleine weiter hier. Läuft noch, ne? Läuft, 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 läuft. Wunderbar. Jawohl, siehst du wohl. Ganz tolle Sache. Jetzt hängt ein Blatt vor. Moment. So, jetzt läuft es wieder. Tja, ist schon krass. Wie einfach das geht, ne? Da brauchst du nicht drin rumkratzen oder so. Jetzt sehe ich natürlich nichts. Ich mache das so nach Gefühl. Und denke, da müsste ich noch lang, da kann ich noch lang. Einmal hin und her jetzt tatsächlich auch. Jawohl, guck mal. Ich glaube, den größten Teil haben wir jetzt tatsächlich. Hier ist noch eine große Ecke. Ja, jetzt zieht er gleich Luft. Ich glaube, ich muss ein bisschen Wasser nachgießen. Ja, ich würde sagen, da ist noch ein Blatt. Ja. Wir gießen noch mal ein bisschen Wasser hinterher. Und dann holen wir den Rest auch noch raus. Jawohl, klappt auch besser als gedacht. Ne, irgendwann ist Ende Gelände, da muss die Suppe raus. Ist so. Ne? Da weiß, was da alles drin abgespeichert ist, du alter Schwede. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ja, es ging doch recht einfach, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch eine Pfütze Wasser drin, die kann drin bleiben. Weil ich hatte noch mal Wasser nachgegossen, das ist nicht schlimm. Aber der Bodengrund ist raus. So. Und das wurde auch echt höchste Eisenbahn. Ich meine, wenn ich mir die Suppe da unten jetzt angucke, das ist schon crazy. So, damit wir uns das jetzt so einfach wie möglich machen, kommt natürlich zunächst das aufmineralisierte Wasser rein. Und nicht erst der Bodengrund. Warum? Ja, ganz genau. Weil ansonsten kannst du es nur tröpfchenweise reinlaufen lassen und du blutst den ganzen Bodengrund auf. Und das wollen wir ja nicht, ne? Weil dann haben wir wieder eine Matschepampe da rumfliegen und das ist nicht so gut. So. Ja, dann nach langer Zeit machen wir hier einen Neustart gemeinsam und das werden wir natürlich auch beobachten, wie die Tiere das mitmachen, das ist ein ganz klarer Fall. Dann bin ich echt mal gespannt. Achso, ich muss mir überlegen, welchen Filterschwamm wir gleich hier ausdrücken. Mal gucken, welchen wir da nehmen. Habe ich jetzt noch keine Gedanken gemacht. Das machen wir auf jeden Fall noch bevor die Tiere reinkommen. So, Restwasser muss ich noch fertig machen. Und wenn wir das drin haben, sehen wir uns... wieder. Komm mit. So kommt eins zum anderen. Es muss jetzt flott gehen, deswegen habe ich das schon mal so ein bisschen vorbereitet. Habe den Stecker schon mal rausgezogen hier. So, mal hoch und runter, hoch und runter. Ihr bleibt mal bitte schön jetzt hier im Aquarium drin, weil ihr kriegt jetzt keinen separaten Eimer ausnahmsweise. So, trotzdem kontrolliere ich einmal die eine Seite, einmal rundherum die andere Seite. Mal da gucken. Nein, ist also kein Tier drin. Allerdings muss ich das jetzt festhalten, damit mir die Tiere hier nicht in den Motor rein schwimmen. Ne? Das wäre nicht der Burner. So, jetzt nehmen wir nämlich den alten Schwamm hier und drücken den hier aus. Wäre jetzt sowieso an der Zeit gewesen. Die anderen haben ja schon fast alle gewechselt. Nur mal eben gucken, ob er Akku läuft. Nur den hat man noch nicht gewechselt. Ne? Deswegen pressen wir die Suppe jetzt einfach mal hier rein. Um die Biologie in Gange zu bringen. Das muss jetzt auch nicht 100% sauber sein, das Ding hier. Aber ich muss in dem Zuge beide machen. Das heißt, ich werde sie nochmal sauber machen müssen, aber nicht heute. Ich denke mal 2 Wochen oder so. Weil ich kann jetzt nicht richtig ausdrücken, den ganzen Dreck will ich auch nicht drin, aber doch schon ein bisschen in dem Sinne. So. Und ich muss beide, weil sonst fließt bei dem einen das Wasser durch und bei dem anderen nicht. Und dann hast du in dem einen Filter stinkende Jauche drin. Deswegen, also die müssen beide durchgängig sein. Ne? Du kannst nicht nur einen sauber machen, den anderen dann irgendwie 2, 3 Wochen später. Ja, bis dahin hast du auf jeden Fall ganz schlechtes Wasser. Weil, wie gesagt, der Schwamm, wenn da keine Luft mehr, kein Wasser mehr durchläuft, ne? Kommt kein Sauerstoff rein, das war's dann. So, das war's jetzt auch, das ist okay. Man soll nicht übertreiben. Ich werde jetzt in dem Zuge den anderen Filter schon mal installieren und dementsprechend dann gleich sofort starten. Die müssen wir aber trotz alledem schon mal festmachen hier. So. Übrigens vorsichtig, nicht auf den Boden drücken. Ne? Die Garnelen sind so dumm und die gehen unter den, unter dem System und werden dann eingequetscht. Also nicht runterballern, aufpassen. Ne? Das kann unter Umständen dann mal zu einer Matsche führen und dann wäre nicht so der Burner. Ne? So, legen wir das Kabel mal eben wieder dahinter, dass ich das gleich sofort einstecken kann bei dir. Auf die Lampe aufpassen, bitte schön. So, kriegt ihr schon mal wieder Licht hier. Ich
Einmal rum. Sorry, ich kann jetzt nicht auf Pause drücken und ich habe keinen Assistenten hier, sonst müsstest du das nicht miterleben jetzt. Aber so nehmen wir das einfach mit. So, der läuft schon mal wieder. Und jetzt müssen wir den installieren. Wo habe ich die hier reingeschmissen? Hier in den Eimer, ne? Richtig. So. Okay, die werden wir jetzt auch nicht ausdrücken. Hutsch. Hier kommt nämlich die ganze, alles was da drin ist im Schwamm. Jetzt muss ich aufpassen, weil hier unten steht der Bottich. Wegen dem Kabel. Hör mal auf. Ich schmeiß dich mal kurz da rein. Warum habe ich denn jetzt hier eine Schlaufe drin? Ist aber so, passiert immer, damit du es nicht willst, ne? Ist so. Zack, bumm, hast eine Schlaufe drin. So, okay. Den einen haben wir, dann holen wir uns den anderen auch gleich noch. Wo bist du denn? Der ist ein bisschen abgesunken, so abtropfen lassen, aber nicht ausdrücken, weil wie gesagt, wir wollen alles mit hier wieder reinkriegen, ein bisschen, in dem Sinne. Alles bisschen ist auch eine dumme Aussage, ich weiß, aber es ist nun mal so, manchmal fehlt aber auch das passende Wort einfach, ne? Wir nehmen ein bisschen Biologie hier mit Robustandro-Schwamm. Jetzt dachte ich gerade, ich hätte ihn hier oben drauf gelegt, kann ich ja gar nicht, weil er war ja voll Wasser, ne? So, wie gesagt, diese Schwämme, die jetzt dran sind, die lagen im Wasser, ne? Monatelang. Die hatte ich damals mal ausgespült. Und dachte ich mir, gut, wenn die jetzt trocken ist, was da drin ist, irgendwie, wenn du das dann später wieder ins Wasser packst und das nimmt wieder Wasser auf, und dann fängt das erstmal an, sich zu zersetzen, weil ganz sauber kriegst du die Dinge auch nicht. Ja, kriegst du vielleicht, ne, wenn du stundenlang da rummachst. Dachte ich mir, okay, die Biologie hilft sich auch alleine, also Bakterien, und die werden den Dreck schon auffressen. Ja, und dem ist auch so. Und deswegen waren die richtig, ja, clean in dem Sinne, ne? Sauber und trotzdem... Ja, ich sag's mal so, in dem Sinne nicht vertrocknet, sondern noch aktiv. So, den müsste ich jetzt dann aber auch sofort anmachen, damit das schon mal in Gange kommt hier. Ja, das nehmen wir heute das erste Mal mit, ne? Wie das so abläuft in dem Sinne. Ne? Tiere separieren und dann arbeiten, flott und zügig, aber ohne Hektik, ganz wichtig, ne? So, das läuft schon mal. Jetzt kommt... Genau, der Bodengrund, richtig. Das können wir doch in einem Zuge just machen, deswegen habe ich die Tasse hier schon mit hingestellt. Das ist übrigens das Zeug, das wir verwenden. Das ist das 5-5er, ne? Gibt auch 6-5er, aber das ist das 5-5er. Und ja, dementsprechend kriegen wir den pH-Wert gut runter. So, kann ich dich einfach mal hier hinstellen, ohne dass du runterfällst. Wird auch Zeit, dass wir einen neuen Sack bestellen in dem Sinne. Lol, ja ist so, ne? Machst du nichts. So, wie gesagt, auch jetzt kommt wieder nicht viel rein hier, ne? Ich werde das erstmal Pi mal Daumen machen, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie viel da rein sollte, damit der Bodengrund gerade so bedeckt ist. Man kriegt es dann auch schneller gewechselt, ne? Als wenn du da erst so 5 cm Bodengrund drin hast. Das kriegst du dann viel schneller gewechselt, ne? Das könnte schon fast reichen, 2 Tassen. Ich will mal eben... Oh, sorry. Ne, unten ist keiner. Die Frau ist ja nie da. Jetzt hätte die sich wahrscheinlich erschrocken. Auch mit, aber was macht der denn da oben? Ich fühle einmal hier drin rum. Ja, das sieht schon gut aus. Da hinten ist noch ein bisschen zu wenig. Ah, ich glaube, komm, eine Tasse voll packen wir noch rein. Eine Tasse voll packen wir noch rein. Haben wir drei. Das heißt Tasse, Tässchen, so ein kleines Ding. Ne? Also, es kommt gar nicht viel rein. Überlegst, wir haben das jetzt dann, ne, gut 10 Monate am Laufen gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere, ganz genau weiß ich das nur nicht mehr. Ne? So, jetzt sieht das natürlich alles ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig aus, ne? Aber das dauert nicht lange, dann hat sich das gelegt. Und so lange lasse ich das jetzt auch erstmal stehen und dann kann ich endlich meine Pause machen. Dann kommt ja noch ein bisschen Aufbau rein gleich, ne? Steine, Moos und so. Oh, ich denke mal, mit Fühlen kann man das auch erreichen, ne? Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das reicht vollkommen aus. Wenn nicht, können wir später nochmal nachlegen, ist ja auch nicht das Problem. So, okay. Das heißt im Klartext, erstmal kurze Pause und geht's gleich weiter. So, können wir die Lampe schon mal drüber stellen hier. So, wir können jetzt aber nicht, denkst du wahrscheinlich, ne? Die Garnelen einfach da reinschmeißen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Dann kriegen die nämlich erstmal einen Schock. Das wollen wir nur auch nicht. 10 Minuten später, wenn wir sehen, das Wasser ist schon wieder klar. Also es ist toll, wie schnell das geht. Ich mache jetzt mal eben die Scheibe ein bisschen sauber hier, damit der Dreck, der sich da dran gesetzt hat, abgeht und die Luftblasen, die hier dran sind, damit wir gleich einen besseren Einblick bekommen. Denn wir sind ja noch nicht ganz fertig.
So, nicht zu dolle bewegen hier, nicht, dass wir uns wieder alles aufwühlen. Den Rest machen die Garnelen später. Ne? Die wühlen das alles auf und dann geht das alles in den Filter rein. Und dann ist das soweit okay. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt alles aufwirbeln hier. So, und dann würde ich sagen, packen wir jetzt schon mal Steine rein und Moos. Es ist immer wieder aufregend, wenn man irgendwas neu macht. So, ich suche jetzt erstmal die Steine hier aus dem Eimer raus. Denn die kommen da auf jeden Fall wieder rein. Unsere Drachensteine. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Mühe geben soll und dann Aquascape vormachen soll oder ob ich die einfach da reinschmeiße. Ich hole sie erstmal raus hier unten. Mal gucken, das müssten jetzt alle sein. So, okay, wir fangen einfach an, würde ich sagen. Komm mal her. Mach keinen großen Tamtam von. Und positionieren die jetzt einfach erstmal. Gegebenenfalls kann ich es ja später noch anders hinlegen, würde ich sagen. Aber erstmal, dass wir hier einen Anfang kriegen. Möglichst weit hinten, aber dahinter immer so ein bisschen Platz lassen. Ne? Nicht direkt an die Scheibe. Das sollte man grundsätzlich nicht machen. So, pass mal auf. Dann nehme ich den hier noch. Können wir den schon direkt hier drauflegen? Ich gucke gerade mal. Nein, das sieht nicht aus, würde ich sagen. Dann setzen wir den noch mal nach hier. Vielleicht doch andersrum. So, ja, dann sieht die Fläche auch ein bisschen breiter aus. Und der Schöne, der sollte jetzt aber nach Möglichkeit hier oben drauf, dass wir ein bisschen Erhöhung hier bekommen. Ja, siehst du, reicht auch schon, ne? Wie gesagt, es soll kein Aquascape sein. Man kann jetzt sowieso nicht viel sehen, weil das alles so weiß ist. So, ich will mal eben hier drin rum. Ah, hier ist noch ein Stein, siehst du wohl. Einen kleinen Stein haben wir noch. Einen kleinen Stein haben wir noch, den setzen wir hier hinten noch mit bei. So, dann sieht das Gelände gleich ein bisschen größer aus. So, es fehlt nur noch Moos, ne? Ja, ist alles weiß, ich weiß. Lol, weiß, ich weiß. Kriege ich das ein bisschen anders hin? Ich versuche mal, das auf Automatik zu stellen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Da wird es wahrscheinlich zu dunkel werden. Nö, das ist okay, denke ich mal. So, jetzt haben wir hier das Moos drin noch, aber ich nehme jetzt neues Moos. Weil das ist alles so verwurstelt hier, das hat nie richtig Licht gesehen. Haha, kannst du auch nicht sehen, ne? Das ist also, ja, das ist ein dicker, fetter Teppich, das bringt gar nichts. Wir nehmen hier frisches Moos raus, komm. Wir haben ja Moos hier und von daher packen wir da neues Moos rein. Ich klemme das mal so ein bisschen vorsichtig zwischen die Steine hier, damit es nicht in die Gegend rumschwimmt. Nehmen wir noch ein schönes Stück hier raus. Das setzen wir hier hinten noch mit bei. Für die Garnelen, die sich verstecken wollen, ist er dann okay. Ne? Jetzt mal auf den Stein mal eben hoch und klemmen so ein kleines bisschen das da drunter. Ein kleines bisschen. So, okay. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen buddeln hier. Komm, wie die Luftblasen hier hochkommen. Ne? Das ist schon krass. Richtig krass. So, schieben wir das noch ein bisschen mehr nach hier. Dann passt das soweit. Wie gesagt, die Garnelen, die schieben sich da sowieso zurecht. Brauche ich ja nicht viel machen hier. So, jetzt haben wir das soweit fertig. Soweit, so gut. Aber noch nicht. Okay. Wir nehmen jetzt ein bisschen von dem Altwasser hier raus, damit wir hier von dem Wasser was reinfüllen können. Und das kommt auch hier tatsächlich rein. Damit wir so insgesamt ein bisschen von dem Alt dazu bekommen. Wenn es wieder grün wird, wäre schön, wenn nicht, ja, dann eben nicht. Dann wissen wir auf jeden Fall, wie wir ein grünes Becken nicht grün bekommen in dem Sinne. Ne? So, die Garnelen bleiben hier aber noch drin. Und in dem Zuge werden wir das Ganze jetzt anpassen. Also hier anpassen, ne, in dem Bottich. So. Oh, so einen kleinen grünen Touch hat es schon, aber auch nicht wirklich viel. So, okay, das werden wir gleich wiederholen. Und in dem Zuge machen wir das so. Wenn wir jetzt hier von kleines bisschen erstmal reinpacken, dass die Tiere sich so langsam an das Milieu gewöhnen können. Denn das verändert sich jetzt natürlicherweise, klarer Fall. Aber da kommen die schon mit klar. Also das ist, sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Wir werden das auch sehen, ne? Also wenn plötzlich die ganzen Tiere hier weg sind, dann weiß Bescheid, ne? Ja, okay, es sei denn, ich verkaufe sie jetzt, dann ist was anderes, ne? Aber, ja, Sommerloch weiß Bescheid, ne? So, kleines bisschen noch. Jetzt warte ich wieder so 10 Minuten. Das mache ich dieses Mal so. Normalerweise mache ich das mit Tröpfchen, ne? Schlauch rein, Schlauch hier rein.
und dann mit Tröpfchen langsam anpassen. Aber weißt du was, ich habe keinen Bock, hier 3 Stunden rumzustehen. Ist so. Ne? Und bis dato hat es bisher immer ganz gut funktioniert. Und dann machen wir es jetzt einmal so, um dann zu gucken, ob das dann auch gut funktioniert. Das ist schon eine aufregende Sache und ich muss sagen, das macht richtig Spaß. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben soweit aufmineralisiert. Wir werden gleich Mikrosiemens jetzt kurz messen, wie das aussieht, ob wir da vielleicht ein bisschen was nachlegen müssen oder nicht. Kruste Mineral kommt auf jeden Fall jetzt schon mal rein, das ist ganz wichtig. Mineralstoffe, ja, denn die sollen jetzt hier nicht im nackten, ja, was soll man das sagen? Manchmal habe ich aber auch, du, es ist spät, komm, sei mal nicht so, ne, ist 1:30. Ne, Mineralstoffe müssen sein und die kriegen sie jetzt schon mal. Wenn die nämlich gleich rumrennen, wollen die schon schnabulieren. Die kriegen auch gleich was zu fressen, definitiv, damit sie sich nicht heute Nacht gegenseitig auffressen. Ich lasse schon mal Wasser rein, langsam. Den Rest, damit ich mir nicht nochmal alles aufwirbel. Ja, und in dem Zuge, wie gesagt, werden wir jetzt immer so schlückchenweise, kannst du ein bisschen verteilen. Schluck rein, Schluck raus, Schluck wieder hier rein. So, das machen wir jetzt zwischendurch. Also, dass da so viele Tiere drin sind, ich meine, ich wusste schon, dass viele drin sind. Das haben wir ja auch immer gesehen beim Füttern. Aber wir haben längst nicht alle gesehen. Also, das ist echt crazy, muss ich sagen. Aber okay, ach, ihr braucht ja auch noch Futter, siehst du wohl, ne? Euch habe ich ganz vergessen heute Abend. Heute Nacht in dem Sinne. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen. Aber nachdem ich das gesehen hatte heute, dachte ich mir, puh, da müssen wir dran. Und ja gut, da möchte ich euch auch mitnehmen, weil hinterher erzählen kann man viel. Komm, jetzt haben wir ein ganz kleines bisschen, das kommt ein Hang-On-Kasten. Den muss ich gleich übrigens wieder anmachen. Da habe ich nämlich jetzt den Luftschlauch abgemacht, um hier arbeiten zu können, ordentlich. Ist aber nicht so schlimm, da ist ausreichend Wasser. Die können ruhig ein paar Stunden da jetzt so drin sein. Denn es ist ja Frischwasser im Prinzip, ne? So, ihr kriegt auch ein kleines bisschen, nicht zu viel. Ihr dürft ruhig ein bisschen mehr haben hier. Ja, die haben sich ja damals gegenseitig aufgefressen, ne, weil sie nicht genug hatten. Und das ist eben der Vorteil bei diesen Algen, Schwebealgen, ne? Die haben immer zu fressen, also die verhungern nicht, ne? Hier ist es so, hier sind keine Algenaufwuchs. Klar, könnte man denken, oh, da entwickelt sich immer viel Aufwuchs und so. Ja, denkst du. Das ist ja, ist gar nicht so viel. Das ist okay. Ich glaube, das war der Schlauch, ne? Das ist gar nicht so viel, was sich da entwickelt. Und das fressen die Garnelen, wenn sich da was entwickelt, so schnell weg. Es ist eigentlich, kannst du sagen, gar nicht redenswert in dem Sinne, ne? Ist so. So, Bokashi-Eimer. Ja, der Bokashi-Eimer nicht, die Garnelen. Ach du dickes Ei. Da ist aber gar kein Loch mehr zum Füttern. Auch schon wieder zugewachsen. Also von den Schwimmpflanzen gehe ich jetzt weg. Das ist mir definitiv zu viel Arbeit. Da bist du ja ständig am Ruppen und am Zuppen und rausholen und ach nee. Dann ist es eine Zeit lang wieder zu dunkel in dem Becken, dann siehst du wieder nichts. Und ach, man hat ja auch nicht immer die Zeit, um die Lust, alles rauszureißen. So, ich glaube, das reicht schon. Wo habe ich denn meinen? Ach, da. Für den Nachfüllautomaten die Ecke. Da sehe ich immer so, wann das dann genug ist. Ne? Ist so. Ja, das reicht aber. Das reicht. Wir haben genug Wasser drin. Ist okay. So, einmal zudrücken. Einmal nach oben ziehen, einmal festmachen mit der Wäscheklammer und dann kann man das direkt wieder nachlaufen lassen, wenn man es denn braucht. So, jetzt kann schon mal die Seite, dass ich hier so ein bisschen Übersicht kriege. Einmal putzen kurz schnell, damit das nicht antrocknet. Da brauchst du überhaupt übrigens kein Putzmittel oder so, ne? Mikrofasertuch, wenn die Scheibe trocken ist, ein bisschen reines Wasser einsprühen, abtrocknen. Das ist übrigens eine Nachfüllanlage von dem. So. Okay, jetzt warten wir noch ein bisschen. Wie gesagt, ihr werdet jetzt so ein paar Mal hin und her mit dem Wasser, bis denn soweit ist. Und in der Zeit, was mache ich denn jetzt so lange? Ich könnte von dem Sascha Heuer mal den neuen Film gucken über die neue Reihe, die er jetzt macht, über einheimische Fische, also Kaltwasserfische, in ihren Biotopen. Das ist eine interessante Sache, muss ich sagen. Macht auch nicht jeder solche Filme. Von daher, tolle Sache, Sascha. So, aber okay. Jetzt mache ich eine längere Pause. Und zwischendurch gehe ich hier hin und kippe das Wasser hin und her. Es ist soweit. Ja, irgendwann, ne, kommen wir auch zum Ende. Ich werde allerdings morgen früh nochmal filmen. Also, wir haben jetzt, wie gesagt, Nacht. Also, eigentlich ist ja schon morgens kurz nach 1. So, jetzt habe ich aber zu viel Wasser hier drin und kann das nicht alles hier reingießen. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich noch so ein bisschen irgendwie rauskriege. Nicht irgendwie, sondern rauskriege. So,
Ist dann die Frage, wie viel? Ich muss gerade überlegen. Da gehen 3 Liter rein. So, jetzt haben wir 1 Liter. Dann nehmen wir hier auch noch mal ein bisschen was raus, dass wir nicht so viel gleich reinkippen müssen hier. Einmal. Aufpassen, dass keine Garnele mit reinkommt, ne? Zweimal. So, komm, halben Liter noch. Oder doch besser 1 Liter noch. Ja, dass nicht gleich zu voll ist hier. Wenn nicht, lasse ich lieber ein bisschen nachlaufen. Weil ich möchte die Tiere jetzt nicht nochmal stressen und da rausfangen. Dann werden sie jetzt im Prinzip mit der Brühe hier gleich direkt einsetzen. Ist dann einfacher. Kriegen wir auch nochmal so ein bisschen Dreck hier mit rein ins neue Wasser. So, okay. Dann würde ich sagen, nicht Wassermarsch, sondern Garnelenmarsch. Es ist soweit, sie können einziehen. Tja, mit der Suppe. Mit der Suppe tatsächlich. So, ich hoffe, das gelingt mir jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Halt, da oben ist schon eine, die festklebt. Könnte sein, dass sie gleich ein bisschen springen. Deswegen muss ich hier so ein bisschen die Hand vorhalten. Oder ich tauche den Kasten ein bisschen weiter rein. Genau. Wir tauchen den Kasten ein bisschen weiter rein. So. Holla die Waldfee. So, die ersten sind drin. Also ich schätze mal, guck mal, was das für ein Pulk hier ist. Der Holla die Waldfee. Ich schätze mal, so 250 werden das ungefähr sein. Vielleicht 300. So um den Dreh. Yippie-yay. So, rein mit euch hier. Holla die Waldfee mit der Suppe. So, ich werde noch ein bisschen Wasser reinlassen. Ich sehe schon, einer klebt da irgendwo noch fest da hinten. Dass wir alle reinkriegen. Noch nicht. Kann natürlich sein, dass der eine oder andere ein bisschen geschwächt ist jetzt, ne? Das kann natürlich durchaus sein. So, da hinten hängt noch einer. Warte mal. Halt. Komm. Lebst du überhaupt noch? Ja, er lebt noch. Er lebt noch, dann kommt er natürlich auch mit rein hier. So, jawohl. Jetzt müssen doch mal alle raus sein. So, wo ist der Boden wieder voll Garnelen? Ich guck mal eben rein in die Kiste. Ja, alles okay. Alles okay. Siehst du wohl. Sie sind, ja, jetzt kann ich die Kamera nicht verstellen, einmal steht er auch noch im Wege. Sie sind wieder in ihrem gewohnten, naja, was heißt gewohnt, in ihrem neuen Zuhause dann doch, ne? Ja, okay, dann gibt es gleich noch ein bisschen Futter, damit sie sich heute Nacht nicht gegenseitig auffressen. So, aufräumen tue ich morgen früh. So, was wollte ich jetzt noch gemacht haben? Ach so, ein paar Ährenzapfen kommen jetzt auf jeden Fall noch rein. Nicht zu viel in so einem kleinen Becken, 3, 4, 5 Stück reichen vollkommen aus. Und ein wenig Blätter gibt es auch noch. Ich will aber überlegen, ob man die Walnuss Baumblätter auch frisch verfüttern kann, aber ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht, weil die geben doch einen enormen Duft ab, muss ich sagen. So, wir haben hier noch die Maulbeerbaumblätter, genau. Da gibt es mal 4 kleine Stückchen von. Und dann sind sie auf jeden Fall über Nacht jetzt versorgt. Nicht, dass sie sich gegenseitig auffressen, das wäre nämlich nicht der Burner. Was ich allerdings jetzt noch zwingend machen muss, damit mir da nichts passiert, das kann ich stehen lassen bis morgen. Den Hang-On-Kasten wieder in Betrieb nehmen hier. Wie gesagt, den Tieren macht das nichts, da ist ausreichend Sauerstoff drin. Da ist ja jetzt auch kein Filter drin oder so, wo irgendwie was passieren könnte. Das ist okay. Das kann ruhig mal eine Zeit lang ausbleiben. Ist ungefähr so, als wenn man Garnelen jetzt auf Reise schickt, dann ist ja auch im Prinzip, ne, kein Nichts in dem Sinn an. So, warum kommt jetzt kein. Ein bisschen zu schwach eingestellt. Muss man eben stärker stellen. So, ja, nicht zu viel. Aber da muss man so ein bisschen Feingefühl entwickeln. Das braucht ja auch nur rein tropfen, nicht rein fließen. Das ist vollkommen ausreichend. So, meine Lieben. War eine spannende Sache auf jeden Fall und geht gleich weiter. Aber ich gehe jetzt ins Bett. Wir haben es jetzt 20 vor 2. Ja, da werde ich wohl gut schlafen können. Am liebsten würde ich ja jetzt noch hier bleiben, noch weitermachen, aber irgendwann muss der Detlef auch mal ins Bett, ne? So, und das mit den Schwämmen, ja, muss ich mal gucken. Ich bin dann noch so ein bisschen was am Checken. Da unten steht noch was. Ja, weil ich da noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte in dem Sinne, ne? Aber so, ich sag's mal, als Ersatz, als Schwamm ist das, also
Vergiss es. Vergiss es, aber hier unten, das sollten wir nicht vergessen. Ich guck mal eben, pH-Wert ist 5,3. Das ist das Becken, wo wir mit Aquamonton arbeiten, wo Sol drin ist. Ne? 5,3 haben wir da drin. Und das am Abend. Interessanterweise. Also ich muss aber meine pH-Messgeräte alle nochmal kalibrieren. Ich hatte sie zwar schon kalibriert heute, aber ich mache es morgen nochmal. Wie gesagt, am besten ist eigentlich, wenn man sie vorher säubert und dann, ja, wie nennt man das, vor dem Kalibrieren lässt man sie dann, Wort ist weg.